Nürburgring, 1. August 1976. Niki Laudas Auto brennt. Fast eine Minute lang ist der Formel-1-Weltmeister 800 Grad heißen Flammen ausgesetzt. Unmöglich, diese Hölle zu überleben. Im Krankenhaus fällt Lauda ins Koma, doch der Österreicher weigert sich aufzugeben. Es entsteht der Mythos des unbändigen Kämpfers, der ihn für immer umweht. Rückblick auf ein bewegtes Leben. Ab 1971 startet der hochtalentierte Andreas Nikolaus Lauda in der Formel 1. 4 Jahre später wird der Wiener aus einer reichen industriellen Familie im Ferrari zum ersten Mal Weltmeister. Es ist die Wiederauferstehung der damals stagnierenden Scuderia. 1 Jahr später der elektrisierende Zweikampf mit James Hunt. Der englische Lebemann ist der Gegenentwurf des rationalen Lauda. Beide respektieren sich, sind aber erbitterte Konkurrenten. Mitten in der Saison dann der Unfall des Titelverteidigers. Der übersteht die Flammenhölle nur, weil ihn sein bis heute befreundeter Fahrerkollege Arturo Merzario unter Lebensgefahr aus dem Auto zieht. Gerade mal 42 Tage nach dem Horrorcrash steigt Lauda wieder ins Cockpit. Er will keine Zeit verlieren im Titelkampf mit Hunt. Bei seinem Comeback wird er Vierter, trotz nässender Wunden und eingeschränkter Sicht. Der Champion kehrt auf Platz 1 des Klassements zurück, als wenn nichts gewesen wäre. Damit hat der 27-Jährige vor dem letzten Saisonrennen alle Trümpfe in der Hand. Erstmals überträgt das Fernsehen einen Grand Prix live, doch das Wetter in Japan ist katastrophal. Bereits in der zweiten Runde bricht Lauda daher freiwillig ab. Sein Konkurrent Hunt fährt das Rennen zu Ende und wird Weltmeister mit einem Punkt Vorsprung. Die ganze Sportwelt ist beeindruckt von Laudas unbändigem Willen. In der nächsten Saison gelingt ihm das Unfassbare, der 2. WM-Titel im Ferrari. Doch was bleibt, ist die große Leere. Auch ein Teamwechsel ändert nichts daran. 1979 der überraschende Rücktritt. Ab jetzt widmet sich der passionierte Pilot seiner eigenen Fluggesellschaft Lauda Air. Nebenbei arbeitet er als TV-Experte. Bis ihn das Formel-1-Fieber nochmal packt. 1982 die Rückkehr im McLaren. Der Erfolgsbesessene will den alten Spruch aus dem Boxen widerlegen, wonach Ex-Champions nie ganz nach oben zurückkehren. Es gelingt ihm tatsächlich. 1984 wird er mit 35 zum dritten Mal Weltmeister, mit einem halben Punkt Vorsprung vor Alain Prost. 1 Jahr später der endgültige Rücktritt. Im Sport gilt der Österreicher als unbesiegbare Legende. 1991 aber muss er machtlos zusehen, wie bei einem Absturz einer Lauda Air-Maschine in Thailand 223 Menschen sterben. Also mein Nürburgring war im Vergleich dazu nichts, weil ich selber dafür verantwortlich war, eben mit mehr Risiko hier am Nürburgring zu verunglücken. Ein Riesenunterschied ist, wenn Sie verantwortlich sind für eine Luftlinie, wo 223 Menschen zu Tode kommen. Eine Tragödie, die den ewig Erfolgsverwöhnten noch lange beschäftigt, obwohl seine Airline aufgrund einer Fehlkonstruktion keine Schuld trifft. Mitte der 90er heuert Lauda als Berater bei Ferrari an und fädelt unter anderem die Verpflichtung von Michael Schumacher ein. Es folgt ein kurzes Engagement als Teamchef bei Jaguar sowie die jahrelange Tätigkeit als TV-Experte. 2012 wird er zum Aufsichtsratsvorsitzenden des Mercedes-Teams berufen. Der Geruch des Asphalts fasziniert den Ex-Weltmeister auch im höheren Alter. Wann immer es geht, steigt er noch selbst in den Rennwagen. Die Formel 1 war und ist sein Leben. Kein Wunder also, dass er 2016 mit dem Laureus World Sports Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Die Trophäe überreicht der aktuelle Dominator Lewis Hamilton. Ich möchte diesen Preis den Verlierern widmen. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich nämlich, dass ich aus meinen Niederlagen immer mehr gelernt habe als aus den Siegen. Ich wurde dadurch stärker. So I got stronger in losing. Niki Lauda verstarb im Mai 2019 mit 70 Jahren. Bleiben werden die Bilder eines großen Sportlers, der mit seinem unbändigen Willen die Menschen fasziniert hat und zur charismatischen Formel-1-Legende wurde.